Das ist ein Nikolaus, den sieht man aber nur sehr schlecht. Da sieht man es besser. Unser schneiender Weihnachtsbaum. Mein Adventskalender. Und ganz brav jeden Tag nur ein Türchen.
Da ist unser diesjähriger Weihnachtsbaum mit ein paar Hundchen dabei. Für alle, die immer noch glauben, dass unsere Hunde im Keller leben. Im Keller haben wir keinen Weihnachtsbaum. Nein, nicht wirklich. So, Weihnachtsfuttern im Elfenhaus. Das ist Rindfleisch, Flügel, Pansen und dicke Knorpelstücke. Also jetzt nicht dicke Lehne, sondern dicke Knorpelstücke. So was da. Nachdem sie jetzt erstmal gierig sind, wird alles runtergeschlungen, was man nicht so kauen muss. Was einfach so inhaliert werden kann. Und wie man sieht, es hat genügend, sodass vielleicht sogar was übrig bleibt. Man muss natürlich immer schauen, ob nicht in einem anderen Napf etwas noch Besseres ist wie im eigenen. Geht ja nicht, dass der andere was Besseres futtern. Wenn man selbst nur an irgendwelchen merkwürdigen Dingen rumknabbert. Und das alles unter Weihnachtsbaum mit sehr schönen Anhängern. Doch noch eine. Da ist noch eine. Ein Snoopy-Anhänger. Happy, happy! So kommt das, wenn man zu gierig futtert, nicht? Oh wei. Ich habe wirklich gedacht, dass da was übrig bleiben könnte. Das habe ich wohl nur gedacht. Das waren jetzt insgesamt 11 Kilo. 11 Kilo Fleisch, mit, also 9 Kilo Fleisch mit 2 Kilo Knochen. So, jetzt werden die Aufräumarbeiten. Haha, unsere Babys haben gemerkt, dass hier was gibt. Zum Glück haben sie es sehr spät gemerkt, weil mit dem Knorpelsack und dem Rindfleisch, das ist doch noch ein bisschen zu heftig für sie. Nächste Woche fangen wir mit Geflügelfleisch mit den Kleinen an. Das ist schon was anderes. Aber sie scheinen schon auf den Geschmack gekommen zu sein.
So, unsere Bande ist fertig, wie mir scheint. Dann wünsche ich allen Menschen, die Weihnachten feiern, ein ganz fröhliches, besinnliches Weihnachtsfest und allen Menschen, die Weihnachten nicht feiern, eine friedvolle Zeit. Oh, Rosie. Gute Nacht.